angstvoll zitternd Kind. Deine Eltern sind gestorben, während andere reich geworden sind. Wie erkläre ich dem Flüchtling, der verzweifelt bettelt um Asyl, dass er geflohen ist vor Bomben, auch solchen made in Germany? Nein, ich kann es nicht erklären, ich verstehe nicht den Sinn. Vielleicht ist eine, die das weiß, unsere Bundeskanzlerin. Oder die Schlauen, die regieren und Kriegsbeteiligung negieren. Die am Spieltisch dieser Welt um Einfluss zocken, um Macht und Geld, im Spiel um die Welt. Wie erkläre ich der Jugend, die Friedenslieder singt und ihre Spenden den UNICEF-Lern bringt, damit sie Kindern helfen in der allergrößten Not? Waffen made in Germany schossen ihre Eltern tot. Nein, ich kann es nicht erklären, ich verstehe nicht den Sinn. Vielleicht ist eine, die das weiß, unsere Verteidigungsministerin. Dabei sind Erklärungen gar nicht mein großes Ziel. Es ist Frieden, einfach Frieden, das ist es, was ich will. Dass keine deutsche Waffe auch nur einen trifft, das wäre doch selbstverständlich unsere allerhöchste Pflicht. Unsere allerhöchste Pflicht. Deutschland, mein kleines, geliebtes Heimatland, ist ein Rüstungsriese. Deutschland hat sich im vergangenen Jahr Militärausgaben in Höhe von mehr als 50 Milliarden US-Dollar geleistet und ist damit weltweit das Land mit den siebthöchsten Rüstungsausgaben. Zudem wurden in der Legislaturperiode 2017 bis 2021 von der Bundesregierung Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter im Wert von 22,5 Milliarden Euro erteilt. Damit rangiert Deutschland weltweit an vierter Stelle. Nur die USA, Russland und Frankreich exportieren mehr Waffen und Rüstungsgüter in die Welt als Deutschland. Nein, ich kann es nicht erklären und ich nehme es auch nicht hin. Denn Aufrüstung und Krieg machen gar keinen Sinn. Gibt es Geld für die Waffen den Hungernden der Welt und auch um Pflege und Bildung ist doch nicht so gut bestellt. Mit Waffen Frieden schaffen, dieser Plan geht nicht auf. Ich frage euch, wann hört das endlich auf? Wann hören wir endlich auf? Manches Kind kann nicht mehr fragen, klaglos liegt es schon im Grab. In Deutschland rattern die Maschinen, wird neue Munition gemacht.